So, ich würde sagen, ich habe mal einen Defekt. Der erste seit Jahren. Ja, ich habe die in der Hand. Moin, ja, ich bin heute mal wieder unterwegs bei diesem schönen Wetter. Und zwar wollte ich heute mal ein bisschen Mountainbiken. Ja, ich habe gedacht, das muss auch mal wieder bewegt werden. Das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das letzte Mal in der Schweiz. Deswegen habe ich das heute mal rausgeholt und mitgenommen. Und wo kann man das am besten bei mir im Norden? Oder die erste Stelle, wo es eigentlich so richtig schön geht, ist im Naturpark Hüttener Berge. Da geht es ein bisschen rauf und runter. Ja, hier gibt es sogar einen ausgewiesenen Trail. Den werde ich aber nicht ganz fahren. Ja, ich stehe jetzt hier unten. Es gibt hier das sind noch einige 50, so 50 Kilometer lange Trail. Naja, was heißt Trail? Auf Forstautobahn auch viel. Ja, aber richtig schöne Gegend hier. Es geht bergauf, bergab, aber Berge, ja, muss man da halt so sagen in Schleswig-Holstein. Es geht hier ein bisschen mehr wie 100 Meter über normal Null. Also, es ist schon was. Ja, nichts Extremes heute und ich werde auch nicht diese Runde fahren, sondern natürlich eine größere, das wäre mir viel zu kurz. Aber ich werde hier ein bisschen kreuz und quer fahren, über Forstwege am See vorbei zum Beispiel, aber auch mal hier weiter raus und hier unten ist auch noch ein See und so. Ich will so ein bisschen ja, die Landschaft wieder genießen hier. Ein schöner Tag, bevor am Nachmittag ja, doch kräftige Schauer, kräftiger Regen aufkommen soll. Also es ist gerade mal kurz nach 8, also richtig früh heute. Den Tag noch mal nutzen, bevor es schlecht wird und im Laufe der nächsten Woche wird es auch nichts Besonderes, da kommt man auch nicht raus. Also ja, heute nutzen, heute mit dem Mountainbike, mal sehen, was daraus wird heute. Ja, schöne Gegend ist es auf jeden Fall, viel Wald, ist ein richtig schöner Frühlingswald inzwischen, es zwitschert und ah, es wird langsam schön grün, richtig herrlich, das will ich heute nutzen. Also wird zwar auch schöne Bilder geben, also viel Spaß dabei. Da bin ich ein paar Kilometer gefahren, ja, gerade mal 3,5, ist noch nicht so viel, aber richtig schön hier, richtig ruhig, die Autobahn ist jetzt ein bisschen weiter weg, man hört sie nicht mehr und jetzt schon mal so ein Stück Trail gefahren hier, aber wie man hier sieht, ich hoffe man sieht es, dass es doch recht hügelig ist, bergig vielleicht nicht, aber es geht doch einigermaßen bergauf, bergab, immer wieder, also richtig schön, richtig ruhig, keine Menschenseele. Richtig toll hier. Aber leider, die Sonne ist verschwunden. Ich hoffe, sie kommt noch mal wieder.
Ja, es gibt hier sogar ein Bergsee. Nicht kristallklar, aber trotzdem richtig schön gelegen hier mitten im Wald. Ach, das Vogelgezwitscher, richtig schön. Schade, dass die Sonne nicht da ist. Ach, sie will rauskommen. Naja, die Hauptsache, es ist nicht schlecht, das Wetter. So gut wie kein Wind. Relativ warm. Richtig herrlich. Ach, wie dieses Vogelgezwitscher hier, das macht richtig Laune. Aber man merkt jetzt so langsam, kommen schon ein paar mehr Leute raus. Bin schon jetzt mehr begegnet, obwohl das ist hier natürlich auch das Ziel überhaupt. Okay, es geht weiter durch den Wald. Jetzt bin ich oben angekommen. Ja, ich bin auf über 100 Meter über Normal Null. Ja, nicht übertreiben. Aber für Schleswig-Holstein ist das halt schon hoch. Und man hat einen Ausblick hier, richtig schön. Das ist leider etwas diesig, aber ach, herrlich ist es trotzdem. Die Sonne, ja, die will rauskommen, aber ich schaffe das noch nicht ganz. Schade. Ja, ich bin jetzt eigentlich auch ein bisschen raus aus dem Wald jetzt. Ja, und werde auch jetzt noch ein bisschen draußen rumfahren. Mal so kleine andere Ecken hier noch abzufahren. Es ist ja nicht alles bewaldet in den Hütten der Berge. Oh, ich glaube, da gibt es aber noch schöne Plätze und ja, 50 Kilometer wären mir auch viel zu kurz. Deswegen, ja, so 40 will ich noch machen, bevor eventuell Regen kommt. Oh, mal sehen, was mich gleich noch so erwartet oder uns noch so erwartet. Nach einigen Kilometern bin ich jetzt wieder im Wald und ach, das nächste Naturidyll, der Friesensee ist das, richtig schöne Waldsee. Hier ragen die Bäume richtig rein ins Wasser, oh, richtig schön. Oh, die Sonne, sie kommt. Oh, vielleicht habe ich ja noch mal Glück, aber richtig schön. Ja, es sind wieder Plätze, die ich vorher noch nicht kannte. Ja, es macht richtig Spaß. Ich bin echt gespannt, was mich noch erwartet. Ganz zu Ende ist es ja noch lang nicht. Aber gerade erst die Hälfte. So, ich würde sagen, ich habe mal einen Defekt. Der erste seit Jahren. Ja, ich habe die in der Hand. Aber ich glaube, das hat sich nur gelöst. Ich muss es nur wieder festdrehen, aber plötzlich fällt die ab. Warte, ein Schock. Nein, kaputt ist es nicht, aber ich kann es wieder reparieren. Es geht gleich weiter.
Es konnte schnell weitergehen, aber jetzt natürlich ein bisschen dreckige Finger und habe auch gesehen, dass die Kappe fehlt, die man eigentlich noch da drauf dreht, aber egal, das funktioniert erstmal. Weiter geht's durch die schöne Landschaft. Ein Highlight lasse ich jetzt mal aus, den Heidberg, 99 Meter hoch. Da laufen sie alle hin. Ist viel zu viel los. Muss jetzt nicht sein. Ich fahre hier weiter durch den Wald erstmal. Richtig idyllisch hier. Jetzt bin ich hier weitergefahren und jetzt stehe ich an einem markanten Punkt, denn ich stehe hier zwischen Jerusalem und Bethlehem. Ja, es gibt kuriose Namen hier. Der Hof heißt Jerusalem und gleich da vorne der nächste Hof heißt Bethlehem. Ja, witzig. Ja, aber richtig schöner Weg, den folge ich jetzt noch ein Stück. Mache noch eine Runde zu einem anderen großen See und dann, ja, mal sehen, da gibt es bestimmt noch was zu sehen. Dieses Highlight musste ich jetzt noch reinnehmen hier. Das ist der Bistensee. Drüben ist auch ein Campingplatz. Auch wieder sehr schön gelegen hier. Mit Badestelle, Restaurant da oben. Es hat auf die Außengastronomie, wie immer in Schleswig-Holstein. Aber ich muss auch sagen, es fängt an zu tröpfeln. Ein wenig regnet es. Aber ich mache hier trotzdem erstmal eine Pause. Und dann mache ich da nochmal einen Schlenker rum. Und dann geht's zum Ausgangspunkt. Und wie man sieht, so ganz ungefährlich ist das hier auch nicht. Thank you.
Ja, hier gibt es noch mal einen richtig schönen Blick auf die Landschaft. Vorne im Vordergrund dann der Bistensee und dann dahinter der kleine Höhenzug, die Hütten der Berge, da wo ich die ganze Zeit durchgefahren bin. Ja, richtig schön. Tolle Landschaft. Also ich fand, das Mountainbike war jetzt das richtige Gefährt dafür, aber Gravelbike würde auch gehen. Ich bin ja hauptsächlich so auf Wirtschaftswegen, auf Waldwegen gefahren, ein paar kurze Straßenabschnitte. Aber ich habe richtig viel heute mitgenommen. Tolle Wege wieder gesehen, tolle Plätze. Ja, richtig schön und das ist alles nicht so weit weg von zu Hause. Ja, das Wetter, wenn man auf der Wetter-App guckt, ja, es wird schlechter. Deswegen ja, muss ich mich jetzt langsam beeilen, wieder zurückzukommen zum Ausgangspunkt. Dann werden es so etwa 40 Kilometer sein. Ja, jetzt, boah, die letzten 5 Kilometer kommt, glaube ich, nicht mehr so das Highlight. Ich glaube, das ist hier richtig schön hier, richtiger Punkt zum Schluss zu machen vom Video. Oh, herrlich, einfach nur herrlich. Ich hoffe, es hat denn gefallen. Vielleicht gibt es demnächst wieder so eine schöne kleine Tour. Oder irgendwas anderes, werde ich sehen. Ich bin ja halt immer unterwegs. So wie jetzt, vormittags sollte es schön sein. Also nix wie los. Und ab geht's und dann wieder so einen schönen Tag erlebt. Richtig genial. Ah, das baut einen wieder auf. Ja, okay, ich hoffe, es hat dann gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ah, danke fürs Anschauen. Moin, moin. Starbild. Ja, es fängt an zu tröpfeln. Also, tschüss, ich muss los. Tschüss.